Aber ja, haben sie scheinbar rausgepatcht. Da die zweite Möglichkeit. Wenn man sich diesen Boden ansieht. Dein Befehl, in Ordnung. Und diesen Tisch ansieht. Merkt man, dass es dasselbe Muster ist. Nur, dass der Tisch rundum dasselbe Symbol jeweils hat pro Kreis. Nämlich erst einmal den Amboss mit dem Hammer. Dann gekreuzte Äxte und dann zwei Ringe, also ein Unendlichzeichen. Ich höre, ich tue es. Das heißt, wenn wir diese Symbole nehmen. Deaktivieren wir normalerweise. Ja, ihr hört ein lautes Klicken, gefolgt von 11 ähnlich klingenden Geräuschen, die durch den Raum hallen. Ja, genau. Das ist jetzt alles deaktiviert. Wir machen mal einen Quicksave, dann kann ich euch mal zeigen, was passiert, wenn man auf eine Platte tritt, die falsch ist. Dann geht hier die Luzi ab. Ja, deswegen machen wir das nicht nochmal. Was? Wenn es sein muss. Sondern gehen auf das richtige Symbol. Ja. Ihr hört ein lautes Klingen gefolgt von 11 ähnlich klingenden. So, und als letztes waren es die zwei Ringe. Ihr hört ein lautes Klicken gefolgt von 11 ähnlich klingenden Geräuschen, die durch den Raum hallen. Schließlich hört ihr ein lautes Klappern, das aus dem Zimmer mit dem runden Tisch kommt. Ist der Tisch rund oder das Zimmer? Wie kann ich in Ordnung? Das ist eine gute Frage. Der Tisch ist rund, das Zimmer nicht. Es soll so, geschehen. Jetzt können wir den Hammer benutzen. Den aufstellen und damit kriegen wir Erfahrungspunkte. Ihr hört ein lautes Geklapper aus dem Zimmer hinter der Geheimtür. So, jetzt erst einmal Stufe Aufstieg. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit. Axt. Ich habe gerade nur nicht drauf geachtet. Kriegen wir auch neue Priesterzauber? Nein. So, Stufenerhöhung. Zusätzliche Waffenfähigkeit. Das geht in Katana. Rettungswürfe, Trefferpunkte, ETW. So. Weil jetzt könntest du theoretisch, weil es gerade so hilfreich ist, diese Axt benutzen. Dein Befehl, gewiss. Wir können hier reingehen. Vorwärts. Und haben jetzt einmal Stufen nach unten. Das massive Zahnradgetriebe für ein einfahrbares Treppenhaus ist quietscht noch vom letzten Einsatz. Ja, der war ja auch erst gerade eben. Ich fürchte, mich hat es erwischt. Au. Gut. Einverstanden. In Ordnung. Was? So soll es geschehen. Wie kann ich vorwärts? Was ist los? Ich tu's. Dein Biff weiter. War irgendwie klar, dass hier noch eine Falle rumgammelt. Dwers Nachricht. Dieses Mal hat es mich richtig erwischt, aber egal. Ich habe sofort das Böse in mir gespürt, als ich die Krypta betreten hatte. Ich bin nicht mehr Herr meiner Handlungen. Ich bin verwirrt und habe keinen eigenen Willen mehr. Vielleicht bemerken andere diese Kräfte rechtzeitig, bevor es ihnen genauso ergeht wie mir. Gut, noch eine Notiz, die wir kopieren konnten. Ja, vorwärts. Und damit haben wir die Schmiede erreicht. Dieses schöne Monument scheint ein Beispiel für die Kunstfertigkeit der Zwerge in der Metallurgie zu sein. Früher hat es wohl... Es wird plötzlich sehr kalt. Früher hat es wohl auch irgendeine Funktion gehabt. Ja, es war ein Schmelztiegel. Tempelschänder, seid ihr auch gekommen, um zu entweihen, was von unserem Heim übrig geblieben ist?
Aber nicht im Mindesten. Warum dringt ihr dann in Moradins Tempel ein? Also ja, Moradin, der Zwergengott. Ich komme nur hier vorbei. Ich hatte gehofft, mehr über den Konflikt zu erfahren, der in dieser Region stattgefunden hat. Zwei Katastrophen ereigneten sich im Dorntief. Zum einen die Zerstörung unserer Gemeinde durch die Orks. Und seit kurzem werden die Terrassen der Toten unser Friedhof vor dem Nekromantiker Terrikan besetzt. Wer seid ihr? Man kennt mich unter dem Namen Nolinor. Als ich noch am Leben war, diente ich als Priester Boradins in unserer Kirche hier in Dorntief. Man gab mir außerdem den Beinamen Künstler der Schmiede und ich hatte die Aufgabe, den Ort in Schuss zu halten. Ich starb bei der Verteidigung des Tempels. Ich ahnte nicht, dass ich nach dem Tode hierher zurückkehren würde. Warum seid ihr denn jetzt hier? Die Gegenwart des Nekromantiker Terrikan, der sich in den Terrassen der Toten eingenistet hat, hat die Flammen erstickt, die der Schmiede Leben spendeten. Seit die Schmiede erkaltete, sind die Geister der Toten unruhig geworden. Die Kälte trieb sie aus ihren Gruften und machte sie zu Sklaven dieses Monsters. Beinahe alle Toten von Dorntief dienen nun Terrikan. Ich fürchte, ich bin der Einzige, der noch in Freiheit ist. Und was kann man tun? Durch Terrikans Verwandlung in einen Leichnam wurde so viel negative Energie in die Umgebung gezogen, dass sogar unsere Schmiede und Maschinen davon betroffen sind. Vielleicht könnte man die Schmiede wieder zu neuem Leben erwecken, indem man Terrikan zerstört. Eines ist sicher, solange die Schmiede kalt ist, bleibt uns Geistern von Dorntief die letzte Ruhe verwehrt. Ich werde sehen, was ich tun kann, doch zunächst möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Nolinor meinte, dass der einzige Weg, die Schmiede von Dorntief wieder herzustellen und den Geistern der Zwerge Frieden zu bringen, die Vernichtung Terrikans ist. Natürlich, was wollt ihr wissen? Ich wüsste gerne mehr über den Konflikt, der hier stattgefunden hat. Zwei Katastrophen ereigneten sich, ja. Erzählt mir, wie eure Gemeinde zerstört wurde. Immer in der Geschichte von Dorntief mussten wir gegen die Armeen der Orks kämpfen, die unseren Lebensraum bedrohten. Doch dank der diplomatischen Verhandlungen unserer Anführer mit den Elfen der abgetrennten Hand konnten wir ein Bündnis schließen, das unsere beiden Völker gegen Gefahren schützte. Was ist passiert? Ein innerer Zerfall führte dazu, dass unsere Völker sich zerstritten. Nachdem wir kein einheitlich funktionierendes Ganzes mehr bildeten, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Orks unsere beiden Siedlungen überrannten. Was war der Grund für diesen Zerfall? Ich bin mir nicht sicher, aber es war offensichtlich, zumindest von unserem Standpunkt aus, dass jemand vorsätzlich versuchte, Misstrauen zwischen den Völkern der Elfen und der Zwerge zu sehen. Als die Orks viel besser ausgerüstet wiederkehrten als die letzten Male, argwöhnten die Elfen, dass Zwergenschmiede mit der Horde im Bunde waren. Wieso sollten sie denken, dass sie eure Feinde mit Waffen beliefert? Die Elfen waren der Ansicht, wir können unsere Goldgier nicht zügeln, und so beschuldigten sie uns, die Orks mit hochwertigen Waffen zu beliefern. Später gingen die Elfen dann in ihrer Anklage noch einen Schritt weiter und beschuldigten uns, die Orks mit Waffen zu beliefern, damit sie die abgetrennte Hand zerstörten. Und wer hat die Orks mit Waffen beliefert? Jedenfalls kein Zwerg aus Dorftief, so viel kann ich euch versichern. Wir waren Krieger, keine Betrüger. Um die Wahrheit zu sagen, ich vermute, dass beide Völker von jemandem aus einer unserer beiden Familien betrogen wurde. Ich weiß nicht, wer es war, doch ich hoffe, wenn dieser jemand an ein Ende findet, wird er die Qualen aller Zwerge und aller Elfen fühlen, die ihr Leben lassen mussten. Ja, ich hätte noch einige Fragen. Natürlich, was wollt ihr wissen? Ich wüsste gerne über den Konflikt, der hier stattgefunden hat. Ja, was ist mit Terrikan? Terrikan ist ein elender Nekromantiker, der kurz nach dem Streit, der unserer Gemeinde ein Ende bereitete, nach Dorn kam. Er wusste von der Tragödie, die Dorntief befallen hatte, und wusste, sie würde einen guten Nährboden für seine Forschungsarbeit bieten. Was für Forschungen waren das? Während des Baus des Tiefs hatten wir das Pech, auf eine Höhle zu stoßen, in der ein uralter Wirbelsturm aus der negativen Energieebene lag. Ich weiß nicht, ob irgendein Wesen von jener Ebene unsere Gegenwart fühlte oder ob der Schul selbst durch das Andringen gestört wurde. Jedenfalls tauchten kurze Zeit später Untote auf. Und diese Untote überfielen Dorntief? Zuerst waren es nur ein oder zwei Skelette, nichts, womit wir nicht fertig geworden wären. Doch mit der Zeit erreichten uns mehr und mehr Berichte von Untoten, die gesichtet wurden. Letztendlich glaube ich, war keiner von uns auf etwas vorbereitet,
wie das, was später als die Schlacht der Toten bekannt wurde. Wie kam es zu der Schlacht? Eines Morgens erwachte unsere kleine Gemeinde von den Schreien von Yamovs Sohn. Er hatte in den Höhlen in der Nähe der Schmiede gespielt und behauptete, eine kleine Gruppe von Skeletten gesehen zu haben. Wir schickten ein paar Männer runter, um der Sache auf den Grund zu gehen, und sie kamen zurück, aber schwer verwundet. Worauf waren sie gestoßen? Hunderte von Skeletten, Zombies, Ghouls und andere Untoten waren plötzlich in der Höhle des Strudels aufgetaucht und machten sich bereit, unsere Siedlung anzugreifen. Die Zeit arbeitete gegen uns und so versammelten wir den Rest unserer Soldaten und brachen auf, gegen die Verblichenen zu kämpfen. Aber bei Hunderten von Untoten und noch mehr in ihrer Nachhut, da waren die Zwerge doch zahlenmäßig stark unterlegen. Kein Dornzwerg gab sich geschlagen, solange unsere Gemeinde in Gefahr war. Die Zahl der Verwundeten stieg an und viele unserer Brüder gesellten sich an jenem Tag in ewigen Unfrieden zu den Reihen unserer Angreifer. Als es so schien, als müssten wir weichen, geschah plötzlich ein Wunder. Ein Wunder? Aus der Flut von Fleisch und Knochen tauchte plötzlich Yamov auf. Er schlug wie im Fieber nach den Toten um sich herum und lachte aus voller Kehle. Mit jedem Streich seiner Waffe fielen die Untoten um ihn herum, egal ob er traf oder nicht. Es war ein wunderbarer Einblick, mein Freund. Die Untoten fielen also um ihn herum durch seine bloße Gegenwart. Wie ist das möglich? Yamov und unsere Gemeinde wurden an jedem Tag von Moran den Segen berührt. Später fanden wir heraus, dass der Strudel, dem die Untoten entsprungen waren, irgendwie umgekehrt worden war, sodass die Geister in ihrer Heimat auf der negativen Ebene zurückgelenkt wurden. Dann kam Terikan. Als Nekromantiker war ihm bestimmt etwas von dem Wirbelstrudel zu Ohren gekommen. Habe ich recht? Ja, nachdem unsere Gemeinde diese Kammer nicht mehr bewohnte, ließ sich Terikan in der Heldenhalle nieder und versucht seitdem, den Strudel wiederherzustellen. Er ist überzeugt, dass wenn er dessen Geheimnisse erst einmal entschlüsselt hat, auch andere Strudel überall in Ferun manipulieren kann. Aber wie? Die Energie des Strudels müsste doch eigentlich jeden töten, der sich ihm nähert. Terikan wusste, dass kein Sterblicher je den Strudel bezwingen könnte. Kurz nachdem er hier in unserer Heimat angekommen war, bereitete er sich auf die Rituale vor, mit denen er zum Leichnam werden konnte. Zum Glück musste Terikan einige der erforderlichen Zauber vergessen haben, denn seine Macht ist der vielen seiner Artgenossen unterlegen. Also ja, wir hatten schon im Baldur's Gate mit Liches oder Leichnamen zu tun, die waren übel stark. Ich sag nur Zeitstopp und Einkerkerung und Macht vor Tod. Oder Auflösung. Das Gute ist, Terikan ist kein dieser Kaliber. Aber er ist auf andere Art und Weise nervig. Und wenn, könntet ihr ihn dann aufhalten? Terikan ist sehr viel mächtiger als ich. Ich habe Glück, dass ich noch immer in diesen Kammern lebe. Und Herr meines eigenen Willens bin. Sobald Terikan von irgendwelchen Toten in diesen Hallen erfährt, versucht er, ihren Willen in seiner nekromantischen Zauberkunst zu zerstören. Alles, was lebt, tötet er. Ihr könntet Terikan für euch vernichten. Das wäre kein leichtes. Ihr könnt Terikan nicht einfach vernichten, indem ihr ihn erschlagt. Seine Lebenskraft erhält ihn, nicht seine körperliche Hülle. Lebenskraft? Leichname speichern ihre Lebenskraft in einem speziell dafür gefertigten Amulett. Die meisten Leichname tun alles Erdenkliche, um dieses Amulett zu schützen. Oft verstecken sie es an den abgelegenen Orten, wo niemand es finden kann, und sichern es da zusätzlich durch Zauber. Terikan hingegen glaubt, dass sein Amulett am sichersten in seiner Nähe aufgehoben sei und hat es in einer Krypta nahe der Heldenhalle versteckt. Dann müssen wir also nur dorthin gelangen und es zerstören? Ein solches Amulett kann man nicht mit normalen Mitteln zerstören. Um es zu zerstören, müsst ihr es von dieser Ebene entfernen. Eine wahrlich heikle Aufgabe. Auch nicht heftiger als die unmöglichen Aufgaben, die wir erledigen mussten, seitdem wir hier in den Norden gekommen sind. Wie können wir das Amulett von dieser Ebene entfernen? Hier ist das Schicksal auf unserer Seite. Eben jener Strudel, den Terikan untersucht, kann ihn selbst zerstören. Er befindet sich in der Heldenhalle in der Gruft von Yamov. Jeder Untote, ganz gleich welche Macht er hat, wird durch den Strudel zurück in jede fürchterliche Existenzebene gezogen. Sobald er die Gruft betritt, deshalb könnte auch ich selbst nie die Gruft betreten. Also müsste ich das Amulett in Yamovs Gruft bringen, um Terikan zu zerstören. Das hört sich jetzt nicht allzu schwierig an. Schon, aber um zur Heldenhalle zu gelangen, müsst ihr die Terrassen der Toten passieren, wo Terikan herrscht. Und nicht nur das, die Tür zur großen Heldenhalle ist verschlossen und ich bin sicher, den Schlüssel hat Terikan selbst. Wenn ihr Terikans körperliche Form besiegt habt, dann rein trash zur Heldenhalle.
denn er wird nicht lange außer Gefecht sein. Ja, das ist das Nervige an Tirikan. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Ich möchte noch etwas fragen. Natürlich, was wollt ihr wissen? In der Nähe einer alten zwergischen Schmiede haben wir einen Geist namens Neulinor getroffen. Dieser berichtete von einem gewissen Tirikan, einem Leichnam, der versucht hatte, eine Horde und Tote aus der negativen Energieebene nach Dorntief zu schleusen. Neulinor sagte uns, um Tirikan zu vernichten, müssten wir das Gefäß mit seiner Seele aus der Heldenhalle holen und es zum Grab Yamovs bringen, das ebenfalls in der Halle der Helden liege.